Herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödlicher Obsession mit mir von New Hair Gamblers als Hobby. Wir sind die in der verborgenen Stadt, Ort unbekannt, ist ja gut, und versuchen hier gerade so ein bisschen klar zu kommen, überall mal reinzugucken, ob wir irgendetwas zum Sammeln finden, wie das hier zum Beispiel. Danke fürs Leder. Auch danke hierfür. Fett gibt's auch noch. Sehr schön. Um hier irgendwie klarzukommen, was es hier alles gibt. Hier will noch einer reden. Hatchbukah uyabil mahilubao. Heltusha kashikobe umachmahu kabob. Mul ubinob te kuchil konolo. Lekinob hatch. Hatsut helbish behlao. Kin wali ke le kuchilobo. Kuchan sasiltal. Leken katakobi. Mishuntenin wilkatul. Mak hachu yabil mahubaob. Keshiwa kentzokok. Le batel tambalila. Eieiei. Friedliche Zeiten sind natürlich immer schöner und besser. So, hier gibt's nichts. So, wir waren hier unten allerdings auch noch nicht. Beziehungsweise denke ich das, ich weiß es nicht. Ich blicke hier ehrlich gesagt kaum durch. Genau, hier sind wir hochgegangen. Was ist hier drin? Ein kleiner Düppel. Sonst nichts, sonst nichts. Er gibt ihm mehr Erfahrungspunkte. Oh. Ein Bericht über Amarus Aufstieg zur Macht. Amaru kehrte zur Beisetzung seines Bruders zurück. Untröstlich während der Bestattung und anschließend wie erstarrt. Am nächsten Tag durchkämmte er jedoch die Stadt. Er entlarvte den Anführer der Kultisten und stellte diese als Fremde bloß. Es wird Zeit, dass die Bewohner von Paititi die Kontrolle über ihre Stadt übernehmen, sagte er. Einen abgetrennten Kopf in der einen Hand und das blutige Messer in der anderen. Nie wieder werden wir uns Fremden beugen. Warum auch nicht? Das ist ja denn ihr Land. So. Ach, da unten sind wir beim Marktplatz. Okay. Schade, ich habe jetzt gedacht, die Häuser, wo ich jetzt war, werden dann farbig. Leider ist es nicht so. So, gehen wir noch auf die Höhen des Marktes hier entlang und gehen nochmal hier hinten überall hin. So, das Ding haben wir ja auch schon gelesen. Aber ich bin mir unsicher, dass wir hier schon drin waren zum Beispiel. Hier waren wir noch nicht. Mein Gott, ist das verwirrend. So, jetzt sind wir hier wieder.
Den Marktplatz hatten wir uns ja eigentlich schon angeschaut. So, einmal. So, jetzt können wir hier rein. Sehr schön. Schwarzpulver. Bisschen Haut. Bisschen Gold. Sonst noch etwas? Nö, ne? Hier geht's rein. Aha. Aztekisch. Eine bunte Keramikpfeife. Die Form dieser kunstvoll gearbeiteten Pfeife erinnert an Xayocoatl, einen Schlangengeist der Azteken, der in grün, blau und gelb dargestellt wird. Ihre Saiten sind mit Halbedelsteinen verziert, wobei die Verarbeitung von Jade auf einen gewissen Einfluss der Maya hindeutet. Coole Pfeife. Der Kopf riecht immer noch nach verbrannten Wurzeln und Rauch. Kein wirklich unangenehmer Geruch. Ist eine schöne Pfeife. Gefällt mir. Oh, noch ein bisschen Jade oder so. Ich habe nichts geklaut. Das habe ich gerade aufblitzen sehen. Und schon sind wir wieder hier. Hier ist unser Lagerfeuer, das wir schon kennen. Ach, was kann ich jetzt alles einsammeln hier? So, da können wir nicht rein, ne? Sieht nicht danach aus. Wo geht's denn hier hin? Ah, noch ein Versteck. Sehr schön. Wir durchkämmen die ganze Stadt. Das Wasser kommt später dran, mit durchkämmen. Okay, wenn ich jetzt hier wieder lang gehe, komme ich wieder zurück zum Marktplatz. Das heißt, wir haben bis hierhin jetzt alles und ja, ungefähr hier bis zum grünen Haus. Oh, hier fehlt noch so viel. Nicht mehr normal. Wo geht's denn hier hin? Tote. Hier ist nichts. Völlig umsonst. Ach ja, da waren wir schon. So. Hier in der Nähe waren wir zumindest schon. Laden dicht. Machakwal Huntula Lush. Hatschmechen Palalop. Stimmt was nicht? Jambash ma'utz janili. Sansa mal hat's bele ken likikine.
Hattest du nicht einen Alux erwähnt? Ay, ma bechantech. Mahahuayanaluche. Letiemechempalalobo. Utstutan utopikenov. Du könntest den Eingang versperren, dann kommen sie nicht rein. Tenwotakimbetech. Malelalitu jilabishu yokolobe. Unachimbintanchel tu uschkachtal. Okay. Das heißt, wie kommt man hier in das Haus rein, auch wenn er hier jetzt abgestellt hat, zugemacht hat? Vielleicht gibt es einen Brunnenzulauf. War sie schon drin? Nee, ne? Wo bin ich denn jetzt hier? Hier gibt es eine Forschertasche. Und Jade. Sehr schön. Geheimnisse entdeckt. Was haben wir denn für Geheimnisse entdeckt? Nicht mehr viel Neues. Solange hier hinten nichts mehr neu auftaucht. Das wird ja dann heißen, wir haben da nicht richtig geguckt. Oh, da geht's noch hoch. Und hier geht's drunter. Ich nehme an, so kommen wir in sein Haus rein. Ein neuer Fähigkeitspunkt. Nee, so kommt man nicht in sein Haus rein. Okay, wo geht's hier jetzt hin? Hier geht's noch hoch. Wo bin ich? Oh. Eine Totenmaske. Diese Jademaske wurde einem Adligen bei dessen Bestattung aufgesetzt. Die Handwerker waren angeblich in der Lage, ein nahezu perfektes Abbild des jeweiligen Trägers zu erschaffen. Okay. Heftig. Oh, noch ein bisschen Gold. So, noch höher geht's nicht, ne? Irgendwo? Irgendwie? Nee. Sieht nicht danach aus. Okay. Sehr schön, haben wir da noch ein bisschen was gefunden hier. Huch, wo kommt der jetzt her? Düp. Tja, wie man in sein Haus kommt, weiß ich jetzt aber immer noch nicht. So, wo müssen wir lang? Wo gehen wir lang? Hier irgendwie links rum, damit wir hier zu diesen Häusern kommen. Genau, hier oben waren wir schon. Wir sind hier nicht weiter hochgegangen. Nee, gibt's nichts. Dankeschön. Großen Dank. Okay.
Alles klar. Noch ein Gebäude fertig. Wo sind wir jetzt? Das ist so Wahnsinn hier. Okay, hier gibt's nichts. Schwarzpulver. Dann geht's wieder runter zu den Lamas. Wie viel ich auf einmal einsammeln kann jetzt, wo ich die ganzen Taschen gekauft habe. Oh. Dankeschön. Die vermissen die Sachen ja, denke ich mal nicht, oder? So, jetzt bin ich hier wieder. Okay, hier kann man nur langsam durchlaufen. Oh. Azteki schon wieder. Ein Darschein der Omen, die die Ankunft der Spanier voraussagten. Oh. Es war, wie es die Prophezeiung vorhergesagt hatte. Angekündigt von der Feuersäule in der Nacht, der Zerstörung unserer Tempel und der Warnungen der weinenden Frau und des zweiköpfigen Mannes trafen die fremden Krieger bei Sonnenaufgang auf dem Rücken gewaltiger Hirsche ein. Sie töteten die schwachen Anführer und beanspruchten das Land und seine Bewohner für sich. Ja, ja, die Spanier. Hui. Ich würde sagen, die sind krank. Scheinen wohl alle krank zu sein. Disco. Nur tanzen kann ich nicht. Hilfe! Ich blicke nicht mehr durch. Wo war ich schon? Letitunka tu bisahu batilov mankote witzop. Weta. Eine Schule. Hier ist wohl ein bisschen was kaputt gegangen. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier hinten. Unfassbar.
So, mit der hatte ich schon geredet und hier war ich eigentlich auch schon. Das haben wir eigentlich auch schon. So, hier ist nichts. Ja, wenn es wirklich von den Fremden ist, ist es echt scheiße auf jeden Fall. Okay, wir sind bei 21 Minuten der Aufnahme. Das heißt, das war es hier mit diesem Teil. Wir haben ja eigentlich jetzt schon einiges gefunden hier auf jeden Fall. Na gut, so viel jetzt eigentlich auch nicht. Aber wir haben fast endlich zumindest diese Seite durch. Dann fehlt noch hier nur die Seite. Weil da sind nicht so viele Gebäude. Das dürfte dann schneller gehen. Aber hier ist es echt verwirrend. Meine Güte, nee. es tut mir leid, wenn ich wirklich jetzt 1, 2, 3 Teile hier nur mit durchsuchen habe. Aber wir wollen natürlich, wie gesagt, alles finden und so weiter und so fort. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben dürft ihr mir gerne geben. Wenn ihr neu seid, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil von Shadow of the Tomb Raider auf Tödliche Obsession mit mir von Höher Gameplays als Hobby. Auf jeden Fall noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und dann bis zum anderen Let's Play oder bis zum nächsten Teil. Tschüss.